Und deswegen sehen Sie hier, dass die Ausschläge der Geldmengen, des Geldmengenwachstums, die Volatilität des Geldmengenwachstums immer größer wird. Jede Krise hat doppelt so viel Geld gebraucht wie die vorhergehende Krise in Euroland. Erst kam die Dotcom-Bubble, dann die Finanzkrise 2008, dann die Euro-Krise, dann Draghis Kampf gegen die Deflation und dann der Corona-Lockdown. Klimawandel, also der Klimawandel sei schuld, ne? Weil, nein, er hat gesagt, der Putin sei schuld. Er hat gesagt, der Putin sei schuld. Und Lagarde hat gesagt, der Klimawandel ist es. Die beiden haben sich also nicht einigen können, aber es ist auch unerheblich. Ja? Es erinnert mich so ein bisschen an diesen X-Posting, den ich neulich gesehen habe. Da hat einer seinen Schuh abgebildet mit einem gerissenen Schnürsenkel. Ja? Und dann hat er drunter geschrieben, die einen sagen, Putin wäre es gewesen, die anderen sagen, Trump wäre es gewesen, aber ich allein weiß, dass es der Klimawandel war. Ja, danke für diese schöne Begrüßung. Ich habe natürlich jetzt einen schweren Stand nach diesem furiosen Vortrag meines Freundes Thorsten Polleit. Da muss ich mir jetzt Mühe geben. Ja. Das werde ich natürlich tun, ich will ja niemanden enttäuschen. Und mit einem Bibelzitat kann ich heute auch aufwarten, aber das kommt später. Ja, der Selbstzerstörungsmechanismus des Fiat-Geldes. Also hier eine schöne Abbildung gefunden, ein schwarzes Loch, meine Damen und Herren. Also es ist kein echtes schwarzes Loch, es ist nur die Simulation, die Computersimulation, wie ein schwarzes Loch wahrscheinlich aussieht, wenn man nah genug ran könnte, um es zu fotografieren. Und ich habe mir also neulich ein Buch über schwarze Löcher gekauft, weil ich endlich verstehen wollte, wie die deutsche Wirtschaft funktioniert. Ja. Denn wir haben ja einen Klimaminister und ich habe mal an anderer Stelle gefragt, wir haben einen Klimaminister, warum haben wir eigentlich keinen für schwarze Löcher? Da haben wir genauso wenig Einfluss drauf. Ja. Aber, und noch eine interessante Zugabe zu dem, was unser Klimaminister wahrscheinlich noch nicht weiß, der im Nebenberuf auch Wirtschaftsminister sein soll, nämlich, dass gerade heute eine neue Statistik rausgekommen ist, dass von allen Ländern auf der Welt Deutschland beim Wachstum den letzten Platz einnimmt. Den absolut allerletzten. Hinter Russland, hinter China, hinter Amerika, hinter Ruanda, hinter Malawi, hinter Niger, hinter was sie wollen. Ja? Das haben wir geschafft. Also das ist, muss man sagen, spektakuläre Leistung der Ampel. Ja? Das ist eigentlich schon preisverdächtig. Und es ist natürlich klar, ich bin da völlig auf der Seite von dem, was Thorsten gerade gesagt hat. Das sind unsere besten Verbündeten. Die produzieren die Katastrophe, die man braucht, um die Menschen aufzuwecken. Und vor allen Dingen produzieren die Katastrophe, die da sicherstellt, dass die Wähler, die immer nur die wählen, die ihnen am meisten versprechen auf Kosten anderer, dass die ja nichts mehr kriegen. Ja, dieses Gutmenschentum auf Kosten Dritter, der Vertrag zu Lasten Dritter, der zu Recht im Zivilleben illegal ist, in der Politik ist er der Regelfall. Das ist, unterscheidet die Politik vom Zivilleben. Und jetzt haben wir es also geschafft, unser Land vor den Abgrund zu führen. Wir sind also jetzt schon auf der ganz abschüssigen Bahn, aber wir werden diesen letzten Schritt nach vorne auch noch bewältigen. Und dann gilt der Satz von Hilde Knef, von nun an ging es bergab. Ja, der Selbstzerstörungsmechanismus des Fiat-Geldes ist natürlich ein bisschen theoretischer und spezieller, als nur auf die Frage abzustellen, wie es mit unserer Wirtschaft steht. Nämlich, es ist doch die Frage, warum haben wir zum Beispiel kein Fiat-Geld, was im Jahr, sagen wir mal, im 15. Jahrhundert aufgelegt worden ist? Warum ist das nicht mehr da? Ja, also Papiergeld gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Papiermonopolgeld gibt es seit Kublai Khan im 13. Jahrhundert. Und in diesen 600 Jahren, 700 Jahren seither hat die Welt 500 Papiergeldwährungen gesehen. Und nicht eine einzige, meine Damen und Herren, ist älter geworden als 100 Jahre. Nicht eine. Und wer jetzt mir daherkommt und sagt, aber den Dollar, den gibt es doch schon 200 Jahre. Nein, den Dollar, den wir haben, den gibt es erst seit dem 15. August 1971. Bis dahin war er goldgedeckt. Ein papiergedeckten, also mit nichts gedeckten Dollar, den gibt es erst seit 1971. Wissen Sie, früher war es ja so, wer von Ihnen hat schon mal eine 20 Reichsmark Banknote von vor 1914 in der Hand gehalten? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Also die übrigen möchte ich ermutigen, das nachzuholen. Da steht nämlich ein interessanter Satz drauf. Der Einreicher dieser Banknote, so steht da drauf, erhält bei der Reichsbank 20 Goldmark, also 7,1 Gramm Gold, ohne Legitimationsnachweis, ein reines Inhaberpapier. Also von Geldwäsche war nicht die Rede. Wer das Ding hat, dem gehört es auch. Wer es vorlegt, kriegt auch das Gold. Damals hat sich der Staat noch nicht in die Privatsphäre der Menschen eingemischt unter dem Vorwand der Geldwäsche. Was steht heute auf einem Geldschein?
wenn Sie auf einen Euroschein drauf gucken oder auf einen Dollar, da steht drauf, der Einlieferer dieser Banknote, sagen wir mal 20 Dollar, erhält, jetzt kommt Trommelwirbel, 20 Dollar. Ja? Also er kriegt eine andere Papiergeldnote dafür, dass er die abgeliefert hat. Er kriegt nicht das schöne gelbe Metall. Und weil wir natürlich dieses schöne gelbe Metall nicht vermehren können, aber das Papier sehr wohl vermehren können, haben wir jetzt den Zustand, dass der Dollar gegenüber dem Gold seit 1971, seit Nixon die Bindung aufgelöst hat, ja 98,6% an Wert verloren hat. 98,6% hat der Dollar an Wert verloren, ausgedrückt in Goldeinheiten. Jetzt haben wir aktuell 2500 und ein paar zerquetschte Dollar ist unser aktueller Unzenpreis. Und ich wage zu prognostizieren, dass diese Versiebzigfachung, die er in den 53 Jahren erlebt hat, dass die nochmal passieren wird. Der Goldpreis wird sich, wenn der Dollar noch so lange existieren sollte, nochmal versiebzigfachen. Ja, dann wird er 140.000 Dollar kosten pro Feinunze. Aber der Grund ist natürlich nicht letzten Endes, dass das Gold so viel wertvoller geworden ist, sondern dass der Dollar dann bis dahin 99,9% seines Wertes eingebüßt haben wird. Warum ist das so, meine Damen und Herren? Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Sonst muss ich mal schauen, dass ich hier die Technik in den Griff kriege. Ja, also Henry Ford. Es gibt so ein paar Standardzitate, die ich immer gern benutze, wenn ich über Geld rede und über Geldsysteme. J.P. Morgan zum Beispiel, ja, John Pierpont Morgan hat gesagt, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Sie werden gleich feststellen, dass er recht hatte. Aber dieser kluge Mann hier, Henry Ford, einer der erfolgreicheren Industriellen des 20. Jahrhunderts, hat gesagt, wenn die Leute unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Blöderweise verstehen die meisten Menschen das Geldsystem nicht, denn diese Revolution wäre dringend nötig, um die Menschen vor der Beraubung zu beschützen. Denn ich sage Ihnen eins, ohne dieses bescheuerte Papiergeldsystem wäre unser Wohlstand 5-mal so hoch, wie er jetzt ist, mindestens. Das kann man auch beweisen, dass das so ist. Ja, da kommen wir aber später noch dazu. Was ist eigentlich Fiat-Geld? Fiat heißt ja im Lateinischen, es werde, ne? Vom Fiat Lux, es werde Licht, steht in der Bibel. Wenn wir schon bei der Bibel heute sind, Thorsten. Ne? Fiat Lux und Fiat-Geld heißt, es werde Geld. Ich kann also Geld jederzeit aus dem Nichts schaffen. Aber, meine Damen und Herren, ich kann dieses Geld nicht schaffen ohne eine Nebenwirkung. Wegen der riesigen Nebenwirkungen essen Sie die Packungsbeilage und sagen Sie es nicht Ihrem Arzt oder Apotheker. Also die Nebenwirkung bei jeder Geldschöpfung ist, dass Schulden entstehen. Geld und Schulden sind identisch in unserem System. Keine Geldschöpfung kann passieren, ohne dass neue Schulden in die Welt kommen. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, dass die neuen Schulden, die entstehen, dazu führen, dass immer mehr Schulden da sind, relativ zum Bruttosozialprodukt. Also die Ausdehnung der Geldmenge, die wir angeblich brauchen, um die Wirtschaft zu ölen, damit die angeblich wächst, was sie ja nicht mehr tut, ganz offensichtlich, die führt dazu, dass das Verhältnis von Schulden zu Bruttosozialprodukt immer schlechter wird. Das heißt, wir steuern dieses System automatisch in eine Überschuldung der Welt hinein. Und dieses System hat zwei Stufen. Die erste Stufe ist die Schaffung von Zentralbankgeld. Die Zentralbank druckt Banknoten und legt sie sich in den Keller. Frage ist, ist das dann Geld? Die Antwort ist nein. Solange das bei der Zentralbank im Keller liegt, sind es nur bunt bedruckte Zettelchen. Wenn sie aber jetzt die Zettelchen nimmt und eine Bank verleiht und im Gegenzug einen Schuldschein dafür bekommt, ich Bank, Geschäftsbank XY schulde der Zentralbank die 1 Milliarde Euro, die sie mir gerade gegeben hat, in Form von bunt bedruckten Zettelchen, dann entsteht ein Schuldverhältnis. Nämlich, die Geschäftsbank schuldet der Zentralbank 1 Milliarde, steht auf dem Kreditvertrag drauf, aber auch die Zentralbank schuldet der Geschäftsbank, nämlich diese 20-Euro-Scheine, 100-Euro-Scheine, das ist nichts anderes als Schuldscheine. Auf sich selbst bezogen, aber es sind Schulden. Sodass also in beide Richtungen ein Schuldverhältnis entsteht und dann nimmt die Geschäftsbank das Geld und leiht es an ihren Kreditkunden und schreibt es ihm gleichzeitig auf seinem Girokonto gut, sodass auch wieder zwei Schuldverhältnisse entstehen. Der Geschäftskunde schuldet jetzt der Bank den Kredit und die Bank schuldet dem Geschäftskunden das Girokonto. Damit kann er bezahlen. Das heißt, das hat alle Eigenschaften von Geld, weil er damit bezahlen kann. Und dieses Ding kann ich so oft recyceln, wie ich will. Ich kann also aus 1 Euro Zentralbankgeld x Euro Geschäftsbankengeld machen. Oder Giralgeld, wie es so schön heißt. Und die Achillesferse dieses ganzen Schuldgeldkreationssystems ist die Menge der Schulden und die Kreditwürdigkeit der Schuldner. Denn wenn die Menge der Schulden über die Tragfähigkeit der gesamten Volkswirtschaft hinaus ansteigt, dann bedeutet das, dass wir eine Kreditkrise haben müssen. Und zwar deswegen, weil Schulden existieren müssen dann, die irgendwie nicht mehr zurückgezahlt werden. Und das System züchtet auch Schulden, die nicht mehr zurückgezahlt werden, wie wir gleich sehen werden.
Also, wenn wir uns das nochmal anschauen, das ist unser zweistufiges System. Die Zentralbank gibt die Banknoten an die Geschäftsbank, bekommt einen Schuldschein dafür. Die Geschäftsbank gibt den Kredit an den Kreditkunden und kriegt ein Girokontoguthaben dafür. So einfach ist es. Und das kann ich dann so oft drehen und recyceln, wie ich will. Ja, ich kann also, wenn die Geschäftsbank den Kredit quasi wieder als Girokontoguthaben zurückbekommen hat, dann kann sie nochmal verleihen und nochmal und nochmal und nochmal. Und das wird sie so oft tun, wie sie kann, weil jedes Mal, wenn sie das macht, verdient sie ja daran, denn sie kriegt ja eine Zinsmarge. Ja, sie bekommt ja mehr Zinsen von dem Kreditkunden, als sie der Zentralbank zahlen muss. So funktioniert ja das System. Das heißt, sie hat einen Anreiz, die Geldschöpfung durch Kreditschöpfung zu maximieren. Und wir werden gleich sehen, dass dieses System auf Risikoignoranz getrimmt ist. Risikomanagement ist ja was ich, da habe ich 30 Jahre lang mein Geld mit verdient als Berater von den ganzen Banken da draußen. Ja. Und wenn ich damals gewusst hätte, wie sinnlos das ist, weiß ich nicht, ob ich es trotzdem gemacht hätte. Vielleicht hätte ich mir was anderes gesucht, aber ich muss zugeben, dass ich gut dran verdient habe. Jedes Fiat-Geldsystem neigt zu einer inneren Dynamik des Geldmengenwachstums, und zwar, weil die Schulden, die entstehen, zu Ungleichgewichten führen. Diese Ungleichgewichte führen zu Krisen. Die Krisen führen zu Rettungsnotwendigkeit. Und Rettungsnotwendigkeit heißt, mehr Geld zu drucken, weil ich mit frisch gedrucktem Geld die letzte Kreditkrise bewältige. Das ist das einfache Prinzip. Jede Geldmengenausdehnung, die ich mache, sei die Begründung noch so harmlos daherkommt, führt dazu, dass Blasen entstehen und die reflektieren Ungleichgewichte. Und diese Blasen, wenn sie dann aufsteigen, die müssen platzen. Warum müssen die platzen? Weil irgendwann wird klar, dass der Schuldner nicht zurückzahlen kann und dass das ganze Vermögenskonstrukt, was auf dieser Blase ruht, mit Aktien und Immobilien, dass das auf einem Luftballon aufgebaut ist, der jederzeit implodieren kann. Und wenn der anfängt zu implodieren, dann passiert was? Die Zentralbank muss wieder mehr Geld drucken, um die Beteiligten zu retten, damit der Luftballon ja gekittet wird. Aber dieses mehr Geld bläst den Luftballon mehr auf, als es ihn vorher aufgeblasen hat. Das heißt, die Blase wird größer und nicht kleiner, weil ich habe jetzt mehr Geld zur Verfügung, um die Blase aufzupusten. Und beide Geldschöpfungsmechanismen, sowohl der Mechanismus, dass die Zentralbank das Geld an die Banken gibt, als auch der Mechanismus, dass die Banken das Geld an die Kreditnehmer geben und dadurch neues Geld schaffen, sind auf Risikoignoranz getrimmt. Warum? Die Zentralbank, die hat sich damit eine Möglichkeit geschaffen, beliebig viele Kredite zu vergeben und damit die Staatsfinanzierung zu erleichtern und den staatlichen Kredit zu verbilligen. Das heißt, die Zentralbank, weil sie dem Staat gehört, wird immer mehr Geld drucken und mehr Geld in Umlauf bringen und damit den Zins senken am Markt, als notwendig wäre. Und damit kommt mehr Zentralbankgeld in Umlauf, als gut ist. Und die Geschäftsbank, die hat den gleichen Anreiz. Die möchte ihre Kreditsumme maximieren, um ihre Margeneinkommen zu maximieren. Und wenn es schief geht, wird sie gerettet. In einem System, wo das nicht möglich wäre, dass sie gerettet wird, weil die Zentralbank nicht beliebig viel Geld drucken kann, würde sie das gar nicht tun. Das können Sie ganz einfach dadurch ermitteln, dass Sie mal fragen, wie hoch sind denn heute die Eigenkapitalquoten der Banken und wie hoch waren sie vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren. Heute, auch wenn Ihnen die Aufsicht was anderes erzählt, von wegen 15-16% Eigenkapitalquote der Banken, nur ganz am Rande bemerkt, das ist gelogen. Das bezieht sich nämlich nicht auf die Bilanzsumme, sondern auf die sogenannten risikogewichteten Aktiva. Ja, das ist ein Konstrukt, das hat man sich extra für die Banken einfallen lassen, um die Leute zu belügen. Es sind also 15-16% auf die risikogewichteten Aktiva. Auf die Bilanzsumme haben die Banken ein Eigenkapital von 2-4%. Mehr ist es nicht. Ja? Und wenn es knallt, dann knallt es nicht bei den risikogewichteten Aktiva, meine Damen und Herren, da knallt es in der Bilanzsumme. Und im Kaiserreich hatten die Banken was für eine Eigenkapitalquote? 40-60%. Und daran können Sie schon erkennen, dass die eine ganz andere Risikoaversion hatten. Die wussten nämlich, dass in einem goldgedeckten System die Zentralbank nicht zur Rettung schreiten würde. Wenn sie also unklug Kredite vergeben haben und die dann weg waren, dann war die Bank halt pleite. Und zwar deswegen, weil man sie eben nur mit Gold hätte retten können. Gold ist aber eine begrenzte Ressource gewesen, schon immer. Also war Rettungspolitik nicht möglich. Eine Bankenkrise bedeutete, die Bank war weg. Und wer dann da investiert hat, der war sein Geld halt los. Nur aus Schaden wird man klug. Das ist ein marktwirtschaftlicher Grundsatz. Und es gibt in diesem System zwei Arten von Schocks. Es gibt inflatorische Schocks und es gibt deflatorische Schocks. Der inflatorische Schock, der passiert, wenn die Zentralbank alle retten muss und damit riesige Mengen an Geld neu gedruckt werden.
und diese Geldmenge dann sich Nachfrage wirksam entfaltet. Das, was Thorsten vorhin beschrieben hat als das Verhältnis von Geldmenge zu Gütern. Mehr Geld jagt einer gleichen Gütermenge hinterher. Oder es führt zu deflatorischen Schocks. Was sind deflatorische Schocks? Das ist, wenn die Geldmenge plötzlich schrumpft, nämlich indem zum Beispiel Banken pleite gehen oder Pleitewellen passieren. Das ist das, was wir jetzt gerade in Europa erleben, der deflatorische Schock, auf den laufen wir gerade zu, wie Sie gleich sehen werden. Danke übrigens, Thorsten, für diese super Grafik, die ich bei dir geklaut habe. Sehen Sie gleich nachher, die ist echt toll. Und dieser Deflationsschock, den kann es auch in einem Goldsystem so nicht geben. In einem Goldsystem gibt es zwar permanente Deflation, weil die Geldmenge konstant ist und die Menge der Güter steigt in einer wachsenden Wirtschaft, aber das ist keine schädliche Deflation. Eine schädliche Deflation ist nur der Kollaps der Geldmenge durch eine Pleitenwelle und durch Bankenpleiten. Das sind die beiden Schocks, die es gibt. Und beide Schocks basieren letzten Endes darauf, dass das System überschuldet ist. Und Überschuldung kann eben nur durch Inflation oder Deflation beseitigt werden. In der Inflation schrumpft die Verschuldung, weil die Schulden weniger wert werden. Und in der Deflation schrumpft die Verschuldung, weil die Schuldner pleite gehen und nicht mehr zurückzahlen und die Schulden abgeschrieben werden. Das heißt also, zwei vollkommen gegensätzliche Mechanismen schaffen die Überschuldung des Fiat-Geldsystems ab. Aber dadurch retten sie das Fiat-Geldsystem nicht, denn sonst hätten wir ja Fiat-Geldsysteme, die ein paar hundert Jahre alt sind. Warum haben sie es nie über 100 Jahre hinaus geschafft? Das ist eine ziemlich wichtige Frage, meine Damen und Herren, denn die gibt uns Antworten darauf, was wir für den Euro und für den Dollar und für was da sonst noch alles kreucht und fleucht erwarten dürfen. Ja, also die Zentralbanken reiten also auf der Rasierklinge, ja, und sie können rechts oder links runterfallen. Und wir leben jetzt in einer massiv überschuldeten Welt, das heißt, diese Rasierklinge ist schon sehr, sehr scharf. Wir haben 305 Billionen Dollar Schulden auf der Welt, bei 101 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt auf der Welt. Außenhandel mit anderen Planeten wäre mir jetzt noch nicht bekannt. Ja, von dort ist also keine Rettung zu erwarten. Ja, Entschuldung entweder durch Inflation oder Deflation, beides ist möglich. Aber Sie werden nachher gleich sehen, dass der Unterschied im Ergebnis marginal ist, außer in der Verteilung des Schadens. Dieses Fiat-Geldsystem führt außerdem zu einer gewaltigen Umverteilung. Das ist die größte Umverteilungsmaschinerie in der Geschichte der Menschheit. Wer das mal ganz genau studieren will, dem empfehle ich entweder sich auf der Webseite WTF, steht für What the Fuck, Happened in 1971, whatthefuckhappenedin1971.com, kundig zu machen. Dort wird also eine riesige Menge an Statistiken über die Verteilungswirkungen und die unglückseligen Wirkungen überhaupt dieses Fiat-Geldes, was wir seit 1971 haben, dargelegt. Oder wer es kürzer haben will, der geht auf Kral und Bubeck und schaut sich dort das Video an, was ich auf Basis dieser Seite neulich produziert habe. Ich war allerdings so frei, natürlich auf die Quelle hinzuweisen. Es gibt verschiedene Mechanismen, mit denen Wohlstand umverteilt wird innerhalb dieses Systems. Und dafür ist es auch gebaut. Es ist ein System der Beraubung. Nicht nur Steuern berauben uns, vor allen Dingen unser Geldsystem beraubt uns. Wie funktioniert das? Es gibt einmal einen Abschöpfungseffekt, der klassische Seniorage-Gewinn durch Gelddrucken für die Zentralbank. Und damit zieht der Staat direkt Kaufkraft auf sich, indem er die Zentralbank mehr Geld drucken lässt als notwendig und sich dann das Geld geben lässt. Das ist die Staatsfinanzierung durch die Zentralbank. Da gibt es verschiedene Kanäle für, zum Beispiel Aufkauf von Anleihen des Staates durch die Zentralbank. Das haben wir im ganz großen Stil. Die EZB ist der größte Gläubiger der europäischen Staaten seit langem. Also mehr als ein Drittel der gesamten Staatsverschuldung liegt jetzt bei der EZB. Das heißt natürlich nicht, dass die Schulden weg sind. Das heißt nur, dass wir sie auf anderem Wege bezahlen müssen, nämlich auf dem Wege der Inflation. Und diese Abschöpfung, die führt zu klassischer Inflation. Und die führt zu einer Umverteilung, nämlich von den Nominalwertinhabern, also Geld und Anleihen, zu den Realwertinhabern, also Gold- und Aktieninhabern und Immobilien, durch Aufwertung des Realvermögens. Sie führt zu einer Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern durch die Schuldenentwertung und zu einer Umverteilung von Arbeitnehmern zu Arbeitgebern durch verzögerte Lohnanpassung. Das sind die Umverteilungsmechanismen der Inflation ganz direkt. Dann gibt es den Cantillon-Effekt, nämlich die Umverteilung zugunsten derer, die als Erster das frisch gedruckte Geld bekommen. Die können nämlich damit Dinge kaufen, deren Preise durch die erhöhte Nachfrage anschließend steigen. Und dann haben die das Geld als Zweite und Dritte bekommen, stehen dann wieder Ochs vom Berg, weil alles teurer geworden ist. Aber die es zuerst bekommen, haben es noch zum alten Preis gekriegt. Das heißt, es führt zu einer Umverteilung zugunsten derer, die nah an der Zentralbank dran sitzen. Wer ist das, meine Damen und Herren? Das ist natürlich die Finanzoligarchie. Obwohl Finanzoligarchie darf man ja nicht mehr sagen, ohne dass man in den Verdacht ganz böser ideologischer Geschichten kommt, das weiß ich von mir. Es gibt natürlich eine Finanzoligarchie. Und zwar deswegen, weil es
unterschiedlich gute Insider-Informationen gibt, je nachdem, wie nah ich an der Zentralbank sitze. Und es gibt unterschiedlich guten Zugriff auf dieses Zentralbankgeld, je nachdem, wie nah ich daran sitze. Und allein die personelle Verflechtung der Zentralbanken mit gewissen großen Geschäftsbanken, die macht es ja deutlich, dass es passiert. So, dann gibt es den Insider-Effekt, nämlich die Umverteilung von den normalen Kapitalmarktteilnehmern, also Leute wie wir, die ganz normal investieren, zu den Zentralbank-Insidern. Die wissen nämlich früher als alle anderen, ob die Zinsen steigen oder fallen. Und es gibt den Kapitalmarktblaseneffekt, den Thomas Mayer als Finanzialismus bezeichnet, nämlich das Erzeugen von spekulativen Kapitalmarktblasen durch die Zentralbank-Insider, die Privatisierung der Gewinne und die Sozialisierung der Verluste durch Rettungsmaßnahmen, falls nötig. Und last not least den Arbeitsmarkteffekt, nämlich diese Sache führt ja nachhaltig zu Zinsen, die niedriger sind, als die Marktzinsen sein sollten. Und das führt dazu, dass die Wirtschaft zombifiziert. Nämlich zu niedrige Zinsen bedeuten, dass Unternehmen, die pleite gehen sollten, nicht mehr pleite gehen. Dadurch bleiben schlechte Unternehmen am Leben. Dadurch sinkt die Produktivität der Volkswirtschaft. Erst sinkt das Produktivitätswachstum, dann irgendwann ist es null und dann fällt die Produktivität tatsächlich. Deswegen haben zum Beispiel in Japan heute Arbeitnehmer 25% weniger Kaufkraft als im Jahr 2000. Das Ergebnis ist, dass aus dem, was früher die Wahl war, dass Ehepartner sich aussuchen konnten, ob einer arbeitet oder beide arbeiten, daraus ist ein Zwang geworden, denn wenn nicht beide arbeiten gehen, dann fallen sie dem sozialen Abstieg anheim. Dass aber beide arbeiten gehen müssen, bedeutet, dass das Arbeitsmarkt- und Arbeitskräfteangebot quasi verdoppelt wird durch Zwang und damit der Preis der Arbeit fällt, weil das Angebot größer ist und die Nachfrage nicht mitgewachsen ist. Und das wiederum bedeutet, dass natürlich alle weniger kriegen und deswegen ist heute Papa nicht mehr in der Lage, die Familie allein zu ernähren, was er in den 60er und 70er Jahren aber konnte. Also die Umverteilungseffekte dieses Systems sind gewaltig und Boom und Bust sind die Folgen. Nämlich, man muss sich das so wie so einen Kreislauf vorstellen, bei dem die Ausschläge immer größer werden. Irgendwann mal kommt es so, dass die Inflation ein bisschen über den Zielkorridor steigt, zum Beispiel irgendeine Ungleichgewichtsgeschichte. Und dann muss die Zentralbank den Zins erhöhen und die Liquiditätsflutung, die sie sonst für den Staat so gerne gemacht hat, stoppen. Dann kommen die Ungleichgewichte zur Entladung. Oder wie Warren Buffett so schön sagt, erst bei Ebbe sieht man, wer bei Flut nackt baden gegangen ist. Auf Deutsch etwas deftiger ausgedrückt, etwas lutherischer. Erst bei Schneeschmelze sieht man, wo der Hund hingeschissen hat. Also, die Systeme entladen sich, Bankenkrisen sind die Folge und wir finden raus, wer spekuliert hat jenseits seiner Risikotragfähigkeit und wer nicht. Und dann kommt die Rettungsorgie, die Zentralbank muss die Banken retten, die Zinsen senken, Liquidität schaffen und die Liquidität in die Märkte pumpen. Das hat sie zuletzt am 5. August getan. In wenigen Tagen, meine Damen und Herren, ich freue mich schon drauf, kommen die Zahlen raus, wie die Geldmenge gewachsen ist in dieser Krisenwoche vom 5. August, wo die internationalen Kapitalmärkte so richtig rolliert haben. Ja, da werden wir mal schauen, wie viel Geld da gedruckt worden ist, um alle wieder mal zu retten. Inklusive übrigens der Bitcoin leider. So, dann bedeutet das, wenn alle gerettet werden, die Geldmenge steigt, die Inflation steigt wieder und die Sache geht in die nächste Runde. Und weil jedes Mal mehr Geld da war, um die Puste da reinzupusten als vorher, werden die Ausschläge auch immer größer. Und deswegen sehen Sie hier, dass die Ausschläge der Geldmengen, des Geldmengenwachstums, die Volatilität des Geldmengenwachstums immer größer wird. Jede Krise hat doppelt so viel Geld gebraucht wie die vorhergehende Krise in Euroland. Erst kam die Dotcom-Bubble, dann die Finanzkrise 2008, dann die Euro-Krise, dann Draghis Kampf gegen die Deflation und dann der Corona-Lockdown. Und wenn Sie sich anschauen, was das jeweils gekostet hat, dann waren es beim letzten Mal 4 Billionen, davor waren es 2,5 Billionen, davor war es 1 Billion, davor war es 0,5 Billion und davor war es 0,25 Billion. Also Sie sehen, rückwärts gerechnet, genau umgekehrt, wenn Sie es vorwärts rechnen, es wird jedes Mal doppelt so viel. Beim nächsten Mal, das verspreche ich Ihnen, sind es 8 Billionen frisches Geld, dieses System brauchen wird. Der Inflationsschub wird entsprechend groß sein. Dann kam ja, wie Sie sich alle erinnern, 2022 der Inflationsschock, den die SPD ja verweigert hat. Und unser Lieblingssystemling, Herr Fratscher, der hat uns ja damals erklärt, die Inflation kommt nicht, kommt keine Inflation. Weil die EZB, also bevor ich den Herrn Fratscher jetzt noch weiter reden lasse, also Sie sehen hier, das Rote ist die tatsächliche Entwicklung der Inflation im Jahr 2022 und diese ganzen anderen Linien, die da wie Haare davon abgehen, ja, das sind die Inflationsprognosen der EZB. Ja, nacheinander weg. Irgendwann haben sie dann aufgehört, Inflationsprognosen abzugeben. Das war wahrscheinlich ganz vernünftig.
Und also Herr Fratscher hat uns damals erzählt, Inflation kommt nicht. Dann hat er uns erzählt, wenn sie doch kommt, dann ist sie vorübergehend. Dann hat er uns gesagt, wenn sie nicht vorübergehend ist, dann ist sie gut. Dann ist sie gut, weil grün. Das ist ihm dann zu spät eingefallen, dass es eine komplett propagandistisch blöde Idee ist, Inflation und Grün miteinander zu verknüpfen in den Köpfen der Leute, aber da war es zu spät. Und außerdem hätte er mal auf seine Oberchefin Frau Lagarde hören sollen, die schon zwei Tage vorher ja festgestellt hatte, amtlich, dass es gar nicht so sei, dass also dass zum Beispiel also das Grüne und der Klimawandel, also der Klimawandel sei schuld. Ne? Weil, nein, er hat gesagt, der Putin sei schuld. Er hat gesagt, der Putin sei schuld. Und Lagarde hat gesagt, der Klimawandel ist es. Die beiden haben sich also nicht einigen können. Aber es ist auch unerheblich. Ja? Es erinnert mich so ein bisschen an diesen X-Posting, den ich neulich gesehen habe. Da hat einer seinen Schuh abgebildet mit einem gerissenen Schnürsenkel. Ja? Und dann hat er drunter geschrieben, die einen sagen, Putin wäre es gewesen, die anderen sagen, Trump wäre es gewesen. Aber ich allein weiß, dass es der Klimawandel war. Ja? So ist es ungefähr mit unserer Geldpolitik und mit unseren Systemlingen in der Ökonomie. Und dann kam also, die Inflation ging dann so richtig hoch und die Produzentenpreisinflation, die hat ja sogar im September 2022 immerhin 46% erreicht. Und meine Damen und Herren, das ist die entscheidende Größe und zwar deswegen, weil 46% Inflation eine so volatile Preisentwicklung ist für die Produzenten, also für diejenigen, die in dieser unendlich großen Lieferantenkette vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt da irgendwo in der Mitte drin stecken, dass die Wirtschaftsrechnung unmöglich wird bei so einer Inflation, wie wir gleich noch sehen werden. Und dass, wenn das sich gehalten hätte oder noch weiter gestiegen wäre, dass es die globalen Lieferketten zum Zerreißen gebracht hätte. Und zwar so, dass irgendwo an den schwächsten Punkten die Lieferkette reißt. Weil ich muss ja als Lieferant, wenn ich vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt, sagen wir mal ein Auto oder ein Flugzeug oder eine Maschine, habe ich vielleicht 100 Zwischenstufen, wo einer ein Produkt kauft, leicht veredelt und weiterverkauft. Der muss kalkulieren können, was er beim Einkauf bezahlt, was er bei der Veredelung ausgibt und was er im Verkaufserlös bekommt. Er könnte natürlich theoretisch hergehen, Entschuldigung, muss man einen Schluck Wasser nehmen. Er könnte natürlich theoretisch hergehen und sagen, ich hedge das. Also ich mache langfristige Liefer- und Abnahmeverträge vorne und hinten. Aber dann ändert es gar nichts daran, dass die Volatilität in das System einfließt. Dann wird nur die Preisvolatilität ersetzt durch die Frage, wer geht zuerst pleite, weil er Preise garantiert hat, die er nicht mehr garantieren kann. Das heißt also, das Risiko verschwindet mit Hedging nicht aus dem System. Es kann nur immer an einer Stelle von einer Stelle auf eine andere umverteilt werden. Und wenn ich also 46% Produzentenpreisinflation habe, dann ist auch die Volatilität dieser Inflation so groß, dass ich Eingangspreis, Ausgangspreis und Produktionskosten nicht mehr kalkulieren kann. Das, was von Mises gezeigt hat, als er bewiesen hat, dass der Sozialismus unmöglich ist, weil die Wirtschaftsrechnung nicht möglich ist, ist der allgemeine Fall. Ja, das ist die eigentliche intellektuelle Leistung, zu erkennen, dass ich Wirtschaftsrechnung brauche. Und das hier ist ein spezieller Unterfall der von Mises'schen Analyse, dass in einem sozialistischen System die Wirtschaftsrechnung nicht geht. Nur ist es hier die Ausprägung eines geldsozialistischen Systems. Ja, und die Sache hat ja Tradition. Und jetzt kommen wir wieder zur Bibel. Die meisten Leute wissen ja nicht, also viele Leute, die das Mainstream-Fernsehen sich anschauen, denken, dass der vierte apokalyptische Reiter die Umweltzerstörung wäre. Das hat mir den Leuten tatsächlich eingeredet, dass in der Apokalypse des Johannes was von Umweltzerstörung stehen würde. Das ist natürlich Blödsinn. Die Inflation, meine Damen und Herren, steht in der Bibel als vierter apokalyptischer Reiter. Tod, Krieg, Pest und Inflation. Und der sehr freundliche Zentralbanker, den Sie hier sehen, also mal gucken, wie ist das hier mit diesem, da gibt es glaube ich so ein, ja, das hier, das ist der freundliche Zentralbanker, der Gutgenährte da. Ja, das ist der Tod, das ist der Krieg und das ist die Pest. Aber der Zentralbanker ist der, der mit dem kräftigsten Pferd die Menschheit mit besonderer Wonne niederwalzt. Auf diesem Holzstich von Albrecht Dürer, der natürlich angelehnt ist an die Apokalypse des Johannes, wo eben da steht, dass die Inflation der vierte apokalyptische Reiter ist. Ja, also lassen Sie sich nicht erzählen, dass die Umweltverschmutzung oder gar der Klimawandel ja, der vierte apokalyptische Reiter wären. Und der schwingt also die Waage als Waffe, mit der er eigentlich Gold wiegen sollte. Ja? Dann, die meisten erinnern sich zumindest mal an die Geschichten aus der Schule, dass vor knapp etwas mehr als 101 Jahren, nämlich 1923, gab es die große deutsche Inflation. Und im Jahr 1924, also
Dieses Jahr vor 100 Jahren hat jemand diese Medaillen geprägt und die habe ich auch in meinem Archiv. Und da steht auf der Rückseite drauf, was wann was gekostet hat. Also am 1. November 1923 kostete ein Pfund Brot 3 Milliarden, ein Pfund Fleisch 36 Milliarden und ein Glas Bier 4 Milliarden Papiermark. Und am 1. Dezember, also vier Wochen später oder etwas mehr als vier Wochen später, kostete ein Pfund Brot 260 Milliarden, ein Pfund Fleisch 3,2 Billionen, also 3.200 Milliarden und eine Goldmark, also etwa 0,3 Gramm Gold, eine Billion. So, und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie hoch die Inflation war, dann müssen Sie für Brot, haben Sie im Grunde genommen 260 durch 3, wenn Sie es dividieren, also 260 war der Preis hier, 3 war er da. Das heißt, der Brotpreis hat sich in diesem Monat ver86,67-facht. Die jährliche Inflation ist, wenn Sie 86,67 12-mal mit sich selbst multiplizieren, also 86,67 hoch 12 macht 2060 Quadrillionen Prozent Inflation annualisiert. Im November 23. Bis dahin werden wir es nicht schaffen, der Euro fliegt vorher auseinander, kann ich Ihnen versprechen. Also Sie müssen keine Angst haben, das knallt vorher bei uns. Damals konnte man noch einen Sack Kartoffeln gegen einen Sack Kohle eintauschen, deswegen ging das überhaupt nur gut. Wenn Sie damals zum Zahnarzt wollten, mussten Sie ein Tütchen Kohle mitbringen, damit geheizt werden konnte in der Zahnarztpraxis, sonst sind Sie nicht behandelt worden. Ja? Für Fleisch war die Inflation etwas höher, nämlich 3.200 durch 36 macht eine ver88,9-Fachung. Und dieser kleine Unterschied zwischen 86,7 und 88,9 führt aber immerhin zu einem Unterschied von 722 Quadrillionen Prozent Inflation in vier Wochen. Also das ist eine, wie soll ich sagen, exponentielle Funktion, die da zum Ausdruck kommt. Das ist übrigens eine Zahl mit 24 Ziffern. Ja, wie man es dreht und wendet, Inflation und Deflation sind Geschwister, siamesische Zwillinge, die sich gerne im gleichen Land aufhalten zu unterschiedlichen Zeiten. So auch hier, die große Depression. Erst kam die Geldmengenausdehnung und die hat überhaupt erst dazu geführt, dass 1929 die Blasen so aufgestiegen waren, dass sie geplatzt sind. Warum? Weil man in den 20er Jahren den Goldstandard nicht global wieder eingeführt hat nach dem Ersten Weltkrieg. Man hat ihn am ersten Tag des Ersten Weltkriegs abgeschafft mit einem Federstrich, denn sonst hätte man so viel Lebensblut aus den Völkern für diesen Schwachsinnskrieg nicht rauspressen können. Und das Ergebnis war, dass die Geldmenge dann explodiert ist und dementsprechend auch die Assetpreise. Und dass sie dann nach dem Oktober 29, nachdem Rettungspolitik noch nicht erfunden war, kollabiert ist und das die große Depression eingeleitet hat. Ich empfehle übrigens dazu, gibt es eine Reihe von Arbeiten aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie, unter anderem auch von Mises, der zeigen konnte, dass diese ganze Geschichte kein Marktversagen war, sondern ganz eindeutig ein geldpolitisches Versagen, eine Anmaßung des Wissens, eine Arroganz der Macht, die uns die große Depression eingebrockt und damit Hitler an die Macht gebracht hat. Ganz bekannte Geschichte mittlerweile ist auch die römische Münzverschlechterung vom 1. bis zum 3. Jahrhundert. Das hat die Großinflation von Rom eingeleitet. Da sehen Sie also hier den Silbergehalt eines römischen Denars von knapp unter 100% in diesen 200 Jahren gefallen auf etwa 1,5%. Am Schluss waren das nur noch Kupfermünzen mit einer Silberbeschichtung außenrum. Das hat dann so ausgesehen wie eine Silbermünze. Das hat die römische Wirtschaft, jedenfalls die weströmische, so gründlich zerrüttet, dass das Römische Reich nicht lange danach unterging. Das Oströmische Reich hat noch 1000 Jahre Bestand gehabt aufgrund der Währungsreform von Konstantin dem Großen. Der hat nämlich den Goldsolidus eingeführt, mit dem immerhin 1500 Jahre lang bezahlt worden ist. Es geht also, eine Währung einzuführen, mit der man länger als 100 Jahre bezahlt. Dann kam die Assignateninflation von 1791 bis 94. Das sind jetzt nur die schönsten von den 500 Beispielen. Keine hat länger gehalten als 100 Jahre. Die meisten sind nach 50 Jahren tot. Wenn sie schlecht konstruiert sind, so wie unser Euro, nach 25. Also lang kann es nicht mehr dauern. Und wenn sie ganz schlecht sind, wie die Assignaten in der Französischen Revolution von den Jakobinern aufgelegt, dann halten die nur ein paar Monate eigentlich, aber man hat sie mit Zwangsmitteln 3 Jahre am Laufen gehalten. Nämlich man hat die Todesstrafe auf die Annahmeverweigerung dieses Geldes eingeführt. Und nicht wenige der Opfer der jakobinischen Terrorherrschaft und der Robespierre waren in Wahrheit Opfer der Geldpolitik. Robespierre äußerte dazu im Konvent zum Thema Terror: Der Terror ist nichts anderes als unmittelbare, strenge, unbeugsame Gerechtigkeit. Er ist also Ausfluss der Tugend. Er ist weniger ein besonderes Prinzip als eine Konsequenz des allgemeinen Prinzips der Demokratie, angewendet auf die dringendsten Bedürfnisse des Vaterlandes. Ja. Also das sagt uns wahnsinnig viel aus über Geldpolitik und über Demokratie und über das Verständnis der Linken, über beides im Allgemeinen.
Und wir wissen ja, dass die Jakobiner die Vorbilder der Sozialisten waren. Also die Jakobiner waren eine sozialistische Bewegung. Ne? Die Hyperinflation hat bei dieser Währung übrigens 4 Monate nach ihrer Etablierung eingesetzt. Also Hyperinflation jenseits von 10.000% pro Monat. Dann gab es ja dieses chinesische Geld im 14. Jahrhundert. Kublai Khan hat das aufgelegt. Die Dinger sind mittlerweile wenigstens wieder was wert. Da zahlt man so 6.000 bis 7.000 Euro für so eine alte chinesische Banknote, weil die meisten haben es nicht bis heute geschafft. Und der Kublai Khan hat das also zum ersten Mal gemacht, dass er gesagt hat, Privatbesitz von Gold und Silber ist verboten. Und dann hat er also die Leute gezwungen, nur noch mit seinem Papiergeld zu bezahlen. Und wenn er Steuern erheben wollte und das nicht durchgebracht hat, dann hat er einfach das alte Geld für ungültig erklärt und dann ein neues eingeführt und dann den Wechselkurs festgesetzt. Ja? Hatte schon so seine Methoden. 30 Jahre später ist dann China in der Hyperinflation versunken und es hat dann 100 Jahre gedauert, bis die Ordnung wiederhergestellt war. Es war übrigens nicht die erste Hyperinflation in China, es gab vorher auch schon welche, aber jede chinesische Papierwährung, die hier als große Errungenschaft immer gefeiert wird, hat dieses Reich in die Hyperinflation gesteuert und dann zu enormen Verwerfungen mit Millionen und Abermillionen von Toten geführt. Ja, wenn wir uns mal anschauen, dass der Kollaps von Papierwährungen ein Normalzustand ist, auch diese wunderbare Grafik finden Sie auf What the fuck happened in 1971. Nach 1971, das ist da, wo der rote Pfeil ist, gab es die größte Zahl von Hyperinflationen und Währungskollaps-Situationen in der Geschichte der Menschheit. Ja? Bis Ende der 90er Jahre ging das. Und die nächste Welle kommt. Ja? Das heißt also, die Entkoppelung des Dollars vom Gold und damit die Entkoppelung der anderen Währungen vom Dollar und damit indirekt vom Gold hat eine Disziplinlosigkeit der Geldpolitik eingeleitet, die all diese Länder, die Sie hier sehen, in die Katastrophe gestürzt hat. Argentinien war nur ein Fall. Und erneut muss ich bei Thorsten mich bedanken, der hat nämlich diesen tollen Vergleich gemacht zwischen dem Wachstum der Geldmenge und der Entwicklung der Konsumgüterpreisinflation mit 18 Monaten Verzögerung. Also die Inflation folgt der Geldmenge mit 18 Monaten Verzögerung. Wenn der Zusammenhang bestehen bleiben sollte, ich setze mich jetzt mal über deinen Rat hinweg, dass ich keine Prognosen abgeben soll, aber wenn dieser Zusammenhang bestehen bleiben sollte, und er sieht ja nicht so unstabil aus, ja, dann stehen wir im nächsten Jahr, pünktlich im Wahljahr in Europa, vor einem Deflationsschock, der uns ein paar Millionen, vielleicht auch 10, 20 Millionen Arbeitslose in Europa bescheren wird. Da bin ich schon mal gespannt auf die Auswirkungen auf die Bundestagswahlen am 28. September nächsten Jahres. Das wird ein Späßle. Ja. Deflation ist immer auch eine Bankenkrise, meine Damen und Herren. Bankenkrise heißt, die nähert sich dieses Mal aus ganz bestimmten Phänomenen, deren Analyse ich auch ziemlich viel Zeit gewidmet habe, auch numerisch und quantitativ. Einmal haben wir zombifizierte Kreditportfolien, das sind die ganzen Unternehmen, die durch Null- und Negativzinsen am Leben erhalten worden sind. Und die aktuelle Insolvenzwelle, die übers Land rollt, ist erst der Anfang. Da haben Sie noch gar nichts gesehen, was da noch kommt. Wir haben einen Nachholbedarf an Zombie-Unternehmen, weil wir 25 Jahre lang praktisch keine Pleiten gesehen haben durch die Nullzins- und Negativzinspolitik. Etwa 20% aller Unternehmen werden daran glauben, meine Damen und Herren, wenn sich das mal umsetzt. Natürlich kommt vorher die Rettung, damit die Zombifizierung weitergehen kann. Aber ohne eine Entschlackung der Volkswirtschaft von den zombifizierten Unternehmen wird es keinen dauerhaften Aufschwung geben. Das zweite ist die Überschuldungsblase, die weltweit so groß ist, dass wir mittlerweile 2/3 der Schulden in Anleihen haben, deren Wert durch die Zinserhöhung massiv gefallen ist. Die 300 Billionen Schulden, die wir haben, davon sind 200 Billionen Anleihen. Und diese Anleihen verlieren ja an Wert, wenn die Zinsen steigen. Und das kann man messen. Der Wertverlust der globalen Anleihenportfolien seit der Zinswende 2022 im Zuge der Inflationsbekämpfung beträgt ungefähr 25 Billionen Dollar. Jemand hat 25.000 Milliarden verloren und ich habe keine Hand hochgehen sehen, wo das ist. Aber ungefähr ein Viertel davon dürfte erfahrungsgemäß bei den Banken liegen. Das heißt, das globale Bankensystem hat gerade mal 6,5 Billionen Dollar versenkt. Es hat aber nur 3,5 Billionen Eigenkapital gehabt, bevor das passiert ist. Mit anderen Worten, die haben ein negatives Eigenkapital von 3 Billionen. Aber sie schreiben es nicht ab, weil die Bankaufsicht sagt, ihr müsst einfach nur behaupten, ihr würdet es bis zum Fälligkeitstag halten, dann ist ja Wertaufholung in 10 Jahren. Ja? Aber wenn die Liquidität gebraucht wird, so wie bei der Silicon Valley Bank und verkauft werden muss, dann ist Achterbahn.
Wenn also die Leute rausfinden, wer überschuldet ist und dann ihr Geld da abziehen, dann wird sich nicht verhindern lassen, dass die Banken gerettet werden müssen. Also das ist sozusagen Bilanzfälschung auf oberste Anweisung, also auf oberste Direktive, wenn man so will. Und dann haben wir natürlich noch das ganze Verlustpotenzial von Staatsanleihen in der Eurozone und Stresstests, also nur so am Rande. Früher bin ich da intensiver drauf eingegangen, aber mittlerweile hat es der Letzte verstanden, die Stresstests, die die Aufsicht mit den Banken macht, sind natürlich vollkommen untauglich. Und interessant ist auch, dass zum Beispiel Jamie Dimon, der Chef der größten Bank der Welt, JP Morgan, by the way, gesagt hat, ja, die Aufsicht hat uns Banken nicht auf die Frage hin Stress getestet, was mit dieser Zinserhöhung, was das bei uns auslöst. Hat man einfach nicht gemacht. Es wäre ja auch unbequem gewesen. Das ist ja so, das muss man so vorstellen, Sie sagen, ich schütte jetzt Zucker in den Tank meines Autos, aber ich mache keinen Stresstest, was passiert, wenn ich das tue. Ich kann es Ihnen sagen, Sie kriegen einen Kolbenfresser, wenn Sie das machen. Ja? Und so ist es da auch. Also vertrauen Sie nicht darauf, was die Aufsicht Ihnen sagt. Das ist im Zweifel, sind es Politiker. Und dazu äußere ich mich jetzt noch, dazu habe ich mich schon viel zu viel geäußert. Ja, die Bankenrettung wird auf beiden Seiten des Atlantiks 4 bis 8 Billionen Dollar kosten, und zwar jeweils, also zweimal 4 bis 8. Und das wird die Zentralbankgeldmenge um 50-100% steigern und die nächste Inflationswelle, auf die können wir dann vertrauen. Und am Ende, meine Damen und Herren, ist es eigentlich, wenn Sie fragen, kommt jetzt Inflation oder Deflation, um das gesamte System endgültig aus der Bahn zu werfen, dann ist es eigentlich egal, weil wenn der rechts runterfällt oder links runterfällt, und dann die 400 Meter nach unten segelt. Das ist im Ergebnis kein Unterschied. Es ist nur für einige wenige ein Unterschied, nämlich die Verteilungswirkungen sind andere. Wenn die Inflation der Killer unserer Währung ist, dann werden die Sparer enteignet. Und wenn die Deflation der Killer unserer Währung ist, dann werden im Wesentlichen die enteignet, die bei Banken Konten unterhalten, die arbeitslos werden. Und ja, vielleicht auch die Politiker. Deswegen sind die Politiker ganz wenig begeisterungsfähig für die Deflation und versuchen immer zu retten. Aber manchmal kriegen sie es nicht rechtzeitig hin. Deswegen, meine Damen und Herren, hat unser System einen gebauten Selbstzerstörungsmechanismus. Und deswegen hält es nicht länger als 100 Jahre. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, all die 500 Fälle zusammenzutragen, die es da seit den letzten 600 Jahren gab. Da habe ich jetzt einen Praktikanten dran gesetzt, das arme Schwein. Das ist richtig viel Arbeit, weil es gibt die ungewöhnlichsten Konstrukte, wie man Inflation erzeugen kann. Zum Beispiel, wenig bekannt sind die Fälle des Prager Münzkonsortiums im Dreißigjährigen Krieg, wo der Wallenstein dem Kaiser das Recht, Geld zu prägen, abgekauft hat und es dann so inflationär benutzt hat. Und die wenigsten Leute wissen, dass Ablasshandel, der Ablass der katholischen Kirche, also ihre Sünden sind ihnen vergeben gegen Geld, ja, dass das auch eine Papiergeldwährung war. Man hat sogar damit bezahlt. Allerdings wurde diese Papiergeldwährung durch einen einzigen wissenschaftlich-theologischen Artikel zum Einsturz gebracht, den Martin Luther geschrieben hat, in dem er anhand der Bibel beweisen konnte, dass die Theorie vom Gnadenschatz beim Papst Blödsinn ist, sondern dass jeder Vergebung erlangt, der sie von Gott erbittet. Da bin ich ehrlich gesagt auch ziemlich froh drum. Aber das sieht natürlich die Zentralbank anders. Ja, das wäre es eigentlich an der Stelle. Und jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielen Dank.